Wow! Schau dir die Enten an, die im Teich schwimmen. Genau, Diebo. Es muss doch einen Grund geben, warum Enten nicht untergehen. Ich frage mich, wie Enten schwimmen können. Gute Idee. Fragen wir doch die dort mal. Ich werde Entenfüße und Flügel brauchen. Entenfüße, Flügel bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Hier, Entchen, Entchen. Hier, kleines Entchen. Wow! Große Ente. Halt dich fest, Diebo. Hey, ich bin's, Blippi. Und das ist Diebo. Hallo, Blippi und Diebo. Ich bin Daglon. Willkommen im Teich. Wollt ihr hier schwimmen? Nun ja, wir sind eigentlich hier, weil wir wissen wollen, wie du schwimmst. Oh, darüber habe ich noch nie richtig nachgedacht. Oh, wir Enten paddeln mit unseren Füßen ganz viel. Willst du es dir ansehen? Gute Idee. Oh, seht euch das an. Wir können nicht nah genug herankommen. Du hast recht. Wir haben unsere Ferngläser. Wow. Was denkst du? Du hast wirklich Schwimmhäute an den Füßen. Diebo hatte recht. Du hast aufgehört zu paddeln und treibst immer noch. Es sind, glaube ich, nicht meine Füße, die mich treiben lassen. Oh, ich habe eine Idee. Treiben hat vielleicht etwas mit unseren Federn zu tun. Hey, Terry, lass Blippi einen Blick unter deine Federn werfen. Das ist ein Federtunnel hier drin. Und die Federn sind irgendwie ölig. Ich wieder, wir machen ein spezielles Öl, was unsere Federn wasserdicht macht. Wasserdichte Federn! Wow, ist das eine Blase? Blasen? Was du nicht sagst. Das ist Luft. Die Luftblasen schweben in den Federn wie ein Ballon. Oh, die Luftblasen helfen uns etwa so beim Schweben. Hey, Terry, wir haben Luftblasen in unseren Federn. Das stimmt. Und jetzt habe ich die Antwort auf meine Frage. Wie können Enten schwimmen? Entenfedern fangen Luftblasen ein. Die Luft schwimmt im Wasser, also schwimmen Enten. Antwort hochladen, Diebo. Danke für alles, Declan. Mach's gut. Und immer schön weitertreiben. Tschüss, Blippi. Quack. Wow, Tabs, diese Hüpfburg ist nicht von dieser Welt. Ich frage mich, wie es wohl wäre, auf dem Mond zu hüpfen. Tolle Idee, Tabs. Wir können auf dem Mond fliegen und es herausfinden. Ich werde einen Raketenantrieb, einen Baggerarm und Froschbeine brauchen. Düsen, Baggerarm, Froschbeine bestätigt. Okay, gehen wir auf Erkundungstour. Das Blippi-Mobil ist bereit, in ein Abenteuer aufzubrechen. Und da ist der Mond! Yeah! Okay, Zeit zum Landen. Hey, das kitzelt. Wer bist denn du? Ich heiße Rocky, der Mondfelsen, weil ich ein Felsen bin. Hey, Rocky, ich bin's, Blippi. Und das ist Tabs. Wir sind hier, um herauszufinden, wie es ist, auf dem Mond zu hüpfen. Ich habe es selbst noch nie probiert, da ich ein Fels bin. Aber mal sehen, ob ich es schaffe. Aufstehen. Sehr gut. Lasst uns hüpfen. Ich fühle mich hier oben leicht wie eine Feder. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Spaß haben kann. Wahoo! Es ist
echt erstaunlich, dass wir so lange hier oben bleiben können. Warum dauert es so lange, bis wir runterschweben? Na, wegen der Schwerkraft. Das ist die unsichtbare Kraft, die deine Mondschuhe auf dem Boden hält. Sie zieht alles wieder nach unten. Aber, auf dem Mond ist die Schwerkraft viel geringer als auf der Erde, weil der Mond so viel kleiner ist. Ach, deshalb schweben wir auch so lange. Ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie wäre es denn, auf dem Mond zu hüpfen? Es macht so viel Spaß und die Sprünge sind wirklich groß, weil es auf dem Mond weniger Schwerkraft gibt als auf der Erde. Antwort hochladen, Tabs. Wir fühlen uns, als würden wir schweben, aber die Schwerkraft zieht uns langsam wieder nach unten. Tja, 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 tja. Ah, danke für die beste Zeit, die ich, Rocky der Mondfelsen, je hatte. Tschüss, Rocky. Immer schön weiterhüpfen, Blippi. Wow. Ich auch. Ich liebe es, mir gruselige, für Halloween geschmückte Häuser anzusehen. Wow, so viele Kürbislaternen. Schauen wir sie uns mal an. Hallo, Blippi! Ah! Oh, hallo, Mr. Kürbis. Das war gruselig. Gern geschehen, Blippi. Ich liebe es, mich zu gruseln. Macht Spaß. Ach ja? Ich frage mich, macht es wirklich Spaß, sich zu gruseln? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Lasst uns einen Gruselwettbewerb machen. Okay, dann mal los. Ah! Punkt für das Team Kürbis. Team? Ich sehe sonst niemanden. Oh, hallo Bones. Das sind 2 Punkte für Team Kürbis. Komm schon, Bones. Lass uns das nächste Erschrecken planen. Wir müssen uns was richtig Schlimmes überlegen, Debo. Was können wir tun? Oh, ich habe eine Idee. Ich trage diese Maske und stehe auf deinen Schultern, während du heulst. Los geht's. Das wird richtig gut sein. Ein Punkt fürs Team Blippi. Du hast uns erwischt, Blippi. Gute Arbeit, Debo. Cool. Ein geheimer Korridor. Oh, toll. Das wird sie wirklich erschrecken. Das ist Punkt 2 für Team Blippi. Wer als nächstes einen Punkt erzielt, ist der Gewinner. Ja. Warte mal, Debo, ich habe eine Idee. Wir verstecken uns im Kessel. Springen raus und erschrecken Mr. Kürbis und Bones. Hey, Bones, wir verstecken uns im Kessel, springen raus und erschrecken Blippi und Debo. Ah! Das war wohl ein Unentschieden. Okay. Halloween ist das Beste. Aber ich habe noch keine Antwort auf meine Frage. Macht es wirklich Spaß, sich zu gruseln? Ja! Okay, Antwort hochladen, Debo. Danke für den tollen Gruselwettbewerb, Mr. Pumpkin. Das war ein Riesenspaß. Kein Problem, Blippi. Ich hatte auch viel Spaß. Ich liebe Schokolade. Nur ein kleines Stückchen ab und zu. Liebst du sie auch, Debo? Oh, warte. Hunde dürfen keine Schokolade essen. Die tut ihren Bäuchen weh.
frage mich, wie werden Schokoriegel gemacht? Tolle Idee! Wir können in diese Schokoladenfabrik gehen, um es herauszufinden. Ich brauche Flügel, ein Hovercraft und einen Propellerantrieb. Flügel, Hovercraft, Propeller bestätigt. Aktiviere Blippi-Station! Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer! Auf geht's zu den Schokoriegeln in der Schokoladenfabrik! Hey! Oh, ihr seid gar keine Kakaobohnen. Ich brauche sie, damit wir anfangen können, Schokoriegel zu machen. Nein, ich bin keine Bohne. Ich bin Blippi. Und das ist Debo. Hi, Blippi. Hi, Debo. Ich bin Coco, der Schokoriegel. Willkommen in meiner Schokoladenfabrik. Danke, Coco. Ich würde gerne sehen, wie Schokoriegel gemacht werden. Können wir mit dir mitkommen? Aber klar doch. Es beginnt alles mit Kakaobohnen. Ha! Oh, diese Bohnen stammen von Pflanzen. Aber wie wird aus den Bohnen ein Schokoriegel? Indem sie auf eine kleine Reise gehen. Zuerst ein Bohnenbad. Als nächstes werden unsere Bohnen geröstet und getoastet. Dann werden sie zu winzig kleinen Bohnen verarbeitet. Unser Bohnenpulver wird dann mit Zucker und Milch vermischt, damit es süß und weich wird. Oh. Juhu! Komm schon, Debo! Zeit zum Skifahren! Nein, aber das wird lustig! Das ist Schokoriegel, Debo! Nachdem die Schokolade in Riegelform abgekühlt ist, wickeln wir sie ein. Und schon ist sie fertig. Tada! Wow! Ihr seht euch beide sehr ähnlich. Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie werden Schokoriegel gemacht? Kakaobohnen werden gewaschen, erhitzt, zerkleinert, mit Milch und Zucker vermischt und dann zu einem Schokoriegel abgekühlt. Antwort hochladen, Debo! Danke für die zuckersüße Tour, Coco! Jederzeit! Ciao, Blippi! Tschüssi! Was gibt es Besseres als ein leckeres Stück Obst? Du hast recht, Debo! Gemüse ist auch sehr lecker! Ich frage mich, was ist der Unterschied zwischen Obst und Gemüse? Super Vorschlag! Wir gehen in diesen Garten, um es herauszufinden. Ich werde Flügel und den Greifarm brauchen. Flügel, Greifarm bestätigt. Okay, okay, Artischocke. Aktiviere Blippi-Station. Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Okay, wir sind in einem Gemeinschaftsgarten, in dem alle Arten von Obst und Gemüse wachsen. Schau mal, da ist gerade eins. Kommt herbei, ihr seid die nächsten Teilnehmer von Slim Cucumbers zertifizierten Frische-Game-Show. Sagt ihr uns euren Namen? Hey, ich bin's, Blippi. Und das ist Debo. Also, Blippi und Debo, ein kurzer Überblick, bevor wir anfangen. Alle Früchte haben einen Kern oder Samen in sich und wachsen an einer Pflanze mit Blüten. Früchte haben Kerne oder Samen und immer Blüten. Verstanden. Aber Gemüse ist anders. Es besteht aus einer Wurzel und Blättern. Okay, auch verstanden. Ausgezeichnet. Lasst uns spielen. Sag mal, Blippi, ist diese Karotte eine Frucht, oder? Oh, die Karotte ist ein Gemüse, weil sie eine Wurzel ist und Blätter hat. Das ist richtig. Aber kann Blippi auch 2 für 2 nehmen? Sag mal, ist die Tomate eine Frucht oder ein Gemüse? Das ist schwierig. Okay, eine Tomate wächst aus einer Pflanze, aber sie hat auch Samen.
Ist sie auch ein Gemüse? Oh, tut mir leid. Eine Tomate ist eine Frucht. Und jetzt deine letzte Frage. Blippi, kannst du mir sagen, ob diese Erdbeere eine Frucht oder ein Gemüse ist? Erdbeere ist eine Frucht. Ja, die Erdbeere ist eine Frucht. Und du hast zwei richtige Antworten gegeben. Das heißt, dieser Pokal gehört ganz dir. Wahnsinn! Danke, Mr. Slim. Und ich habe auch die Antwort auf meine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Obst und Gemüse? Gemüse sind Wurzeln und Blätter und Früchte haben Blüten und einen Kern oder Samen. Antwort hochladen, Debo. Auf Wiedersehen, Mr. Slim. Glückwunsch an dich, Blippi. Das ist unser Spiel. Ich bin Slim die Gurke und übrigens eine Frucht. Begrüßen Sie das nächste Mal unseren Gast, Madame Mango, bei Obst oder Gemüse. Danke. Irgendwas bringt mich zum Niesen. Ich frage mich, warum niest man eigentlich? Ja, es ist an der Zeit, die nächste Nase zu finden und zu sehen, was da drin passiert. Ich brauche Raketenbooster, einen Greifarm und Spinnenbeine. Raketenbooster, Greifarm, Spinnbeine bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Juhu! Ab in die Nase. Hier ist es wie in einer Höhle. Hallo! Hallo! Hey, ich bin's, Blippi! Und wer bist du? Ich heiße Petunia und bin ein Stück Blütenstaub. Ich bin zwar klein, aber ich kann große Dinge bewirken. Wie ein Nieser? Du hast es erfasst! Wenn ich unter Leuten bin, belästige ich sie. Und besonders gerne belästige ich Nasen. Komm schon, tanz mit mir. Keine Sorge, es ist nur eine Nase. Sie wird nicht beißen. Außerdem macht es Spaß. Also, damit bringt man jemanden zum Niesen? Das ist erst der Anfang, denn es kommt ein Nieser. Pass auf! Das war gar nicht so schlimm. Es sieht so aus, als wären wir in einem Dschungel. Das ist alles Haar. Es soll Pollen wie Milch und andere Dinge wie Staubpartikel aus der Nase fernhalten. Nun, das funktioniert nicht. Oh, es macht Spaß zu nerven. Wird das ein Nieser verursachen? Das hoffe ich doch. Oh, jetzt kommt ein Taschentuch für uns. Lauf! Also gut, jetzt nerven sie wirklich an der Nase. Kitzelt mehr. Kommt jetzt ein Nieser? Ja, da ist es. Na, 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 na. Oh nein, Popeye! Wir haben es geschafft! Ja, und ich habe die Antwort auf meine Frage. Warum niest man? Man niest, wenn kleine Dinge wie Pollen in die Nase gelangen und sie reizen. Antwort hochladen, Debo! Okay, wir sehen uns, Blippi! Tschüss, Petunia! Wow! Sieh dir all diese niedlichen Pinguine an! Schau, wie sie auf ihren Bäuchen rutschen und herumwatscheln! Wow! Ich glaube, diese Pinguine können fliegen! Moment mal, das sind keine Pinguine! Du hast recht, Debo! Ich sehe gar keine Pinguine fliegen! Ich frage mich, können Pinguine fliegen? Ich werde Entenfüße und Flossen brauchen. Entenfüße und Flossen bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Wir schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für ein Abenteuer. Aus dem Weg! Wow!
Hey, ich bin's Blippi. Und das ist Diebo. Wir haben uns gefragt, können Pinguine fliegen? Hallo Blippi, ich bin Peppa und ich möchte wirklich fliegen. Ich muss nur den schwer zu findenden, schimmernden Eisberg finden. Den schimmernden Eisberg? Ja, das ist der größte Eisberg in der Nähe. Ich glaube, wenn ich ihn gefunden habe, werde ich endlich fliegen können. Komm schon, los geht's. Ich rutsche lieber als zu watscheln. Das ist viel schneller. Alles klar. Und los geht's. Whee! Eisrutschenumleitung. Ich werde jetzt mal richtig abheben. Pass mal auf. Ups. Pepper? Fast geschafft. Jetzt müssen wir nur noch den schimmernden Eisberg finden. Dann sollte ich wirklich fliegen können. Und los geht's. Wow. Der ist es nicht. Keine Schimmerstreifen zu sehen. Wow. Wo könnte er sein? Wow! Der schimmernde Eisberg! Ja! Juhu! Hier komm ich! Wow! Komm schon, Diebo! Yeah! Also los! Seid ihr bereit, mal so richtig abzuheben? Wir sind schon bereit geboren! Yeah! Wow! Habt ihr das gesehen? Ich glaube, es war nicht dasselbe wie Fliegen, aber wir sind ganz schön abgehoben. Peppa, du schwebst. Echt jetzt? Wow, es stimmt. Ich kann wirklich unter Wasser schweben. Wow. Und ich habe die Antwort auf meine Frage bekommen. Pinguine können nicht fliegen, aber sie sind großartige Schwimmer. Haha, außerdem haben sie Flossen statt Flügel. Die helfen ihnen, durch das Wasser zu schwimmen. Antwort hochladen, Diebo. Ich werde jetzt ein paar ordentliche Wellen reiten. Tschüss, Kumpel. Tschüss, Peppa.